Hi Leute, Forte hier. Viele von euch haben sich ein weiteres Interview mit einem Cheater gewünscht und hier kommt es. Bei diesem Gespräch war ich die ganze Zeit so in dem Modus, du bist ein Cheater, du bist auf der dunklen Seite der Macht und habe erst am Ende so wirklich realisiert, was er mir da erzählt. Das hat mich dann schon überrascht und auch zum Nachdenken gebracht, aber ich will natürlich nichts vorwegnehmen, also viel Spaß bei dem Video. Hi, schön, dass du die Zeit heute gefunden hast für mich, für unser Gespräch. Zuallererst, wenn du das beantworten möchtest, wie heißt du, wie alt bist du und wo kommst du her? Ich bin Sebastian und komme aus dem Raum Bielefeld, also Nordrhein-Westfalen. Das ist übrigens bei mir in der Nähe, denn ich komme aus Detmold. Ah, okay. Wie lange spielst du denn generell schon CSGO oder wann kamst du erstmals damit in Berührung? Angefangen habe ich tatsächlich, seitdem es tatsächlich kostenlos ist. Also ungefähr vor 2 Jahren oder so, 2019? Genau, ich habe es mir tatsächlich nie gekauft, weil einfach so diese Hemmschwelle da war, okay, man zahlt Geld dafür und wenn man dann gebannt wird, ist halt ärgerlich. Naja gut, also einfach so als normaler, ehrlicher Spieler wird man ja nicht gleich gebannt. Warum hattest du angefangen CSGO zu zocken, vielleicht weil Freunde irgendwie das auch gezockt haben oder was hat dich einfach dazu bewegt oder was hat dich an CSGO interessiert? Ich habe früher Command Arms gespielt und ja, als das dann nicht mehr cool war, habe ich dann geguckt, okay, was gibt es sonst noch? Bin dann damals auf CSGO gestoßen. In dem Zeitpunkt musste man es halt noch kaufen, als ich mich dafür tatsächlich schon mal interessiert hatte. Habe das dann bei mir einfach auf die Wunschliste damals gepackt. Das dann halt angefangen, später dann mit Freunden zusammen zu spielen. Okay, also primär irgendwie, weil es dich interessiert hatte und weil deine Freunde das gezockt haben. Richtig, genau. Du hattest, glaube ich, nicht erwähnt, wie alt du bist oder ist das oder möchtest du das nicht verraten? Was auch okay wäre. Also ich bin jetzt 25. Okay. Hattest du am Anfang ganz normal ehrlich gespielt oder hast du gleich von Anfang an angefangen mit Cheats das Ganze auszuprobieren? Am Anfang habe ich ohne Cheats gespielt, tatsächlich. Als ich das angefangen habe damit, waren relativ viele Hacker da. Ja, wenn man halt von Hackern weggezogen wird, oft dann macht es halt nicht mehr ganz so viel Spaß. Und dann fängst du immer an, ja okay, man könnte ja mal gucken, wo es einen Cheat gibt und ein bisschen ausprobieren, wie es so ist. Okay, das heißt, du hattest angefangen, CSGO zu spielen. Es wurde zu dem Zeitpunkt gerade Free-to-Play und du hast gesagt, jo, jetzt ist Zeit für dich, es auszuprobieren. Dann hast du festgestellt, es gibt irgendwie viele Leute, die dich, wahrscheinlich hattest du den Eindruck, dass die dich weghacken, wegcheaten. Dann hat dich das dazu bewegt, auch selber sich für Cheats zu interessieren und nachzuschauen, wo kriegt man die her, was gibt es da für Möglichkeiten. Ja, genau. Also das kam dir nicht in den Sinn zum Beispiel in dem Moment, wo du CSGO ausprobiert hast und festgestellt hast, oh, es wird viel gecheatet, kam es dir nicht in den Sinn, dann ist das vielleicht irgendwie nichts für dich so als Game, weil eben viel gecheatet wird zum Beispiel. Nee, das Ding ist halt so, wenn du halt mit Freunden zockst, die das halt primär zocken, dann willst du natürlich mitmachen, weil du sonst halt mehr oder weniger alleine da bist, dann kein Spiel mit denen zusammenspielen kannst. So. Und dann habe ich mir dann irgendwann auch einen Cheat zugelegt, das dann halt mit meinen Freunden dann zusammengezockt. Aber das würde ja bedeuten, dass deine Freunde davon wussten, dass du cheatest und oder auch selber Cheats am Start hatten. Meine Freunde, klar, die wissen, dass ich cheate. Und einer von meinen Freunden cheatet halt auch mit. Aber dann halt nicht auf seinem Hauptaccount, damit er halt wirklich nicht gebannt wird, sondern dann halt auf seinem Zweitaccount. Okay, aber deine Freunde, die wissen, dass du cheatest, die zocken trotzdem mit dir, auch wenn sie selber nicht cheaten, bis auf diesen einen. Richtig. Okay. Auch interessant. Ja. Wie viele deiner Accounts hast du denn quasi schon begraben müssen? Gar keinen. Gar keinen. Du wurdest noch nie gebannt auf keinem deiner Accounts. Ich hab 2 Stück. Und auf meinem Hauptaccount, da ist es halt so, dass ich da halt nicht so extrem reinschiebe, dass man es halt direkt merkt. Und auf meinem zweiten Account, dann testet man dann doch schon mal aus, okay, welche Funktion in dem Cheat macht jetzt was? Um dann halt zu wissen, okay, benutzt man das jetzt oder benutzt man es besser nicht? Hast du jetzt auch schon viele Cheats ausprobiert, also kostenlose und kostenpflichtige?
Bei CSGO habe ich mal nochmal einen anderen ausprobiert, der war aber nicht so gut. Funktionen, die da drin waren, waren halt sehr minimalistisch für den Preis, den man hätte zahlen müssen. Das heißt, du cheatest auch in anderen Spielen, nicht nur in CSGO. Richtig. In welchen Spielen? Fortnite zum einen, wobei ich da nicht so extrem einspiele. Da ist es halt nur so Sachen wie zum Beispiel Smooth Aim, das mich halt einfach ein bisschen unterstützt. Ich habe halt von Geburt an im rechten Arm so eine Spastik, die fühlt sich halt an wie so eine Art Lähmung in dem Arm. Okay. Und Smooth Aim hilft mir dann so ein bisschen, okay, es ist zwar noch kein Aimbot so gesehen, aber ich kann zum Beispiel mit Smooth Aim schon ein bisschen besser spielen als halt ohne. Das heißt, man kann das vielleicht so zusammenfassen, aber korrigiere mich ruhig, wenn ich das falsch verstanden habe. Du hast irgendwie eine Art Behinderung. Genau, richtig. Also die Behinderung an sich, die nehme ich halt schon wahr, klar, aber die tut mir an sich so nicht weh, also. War das vielleicht irgendwie für dich der Grund, dass du, also ich weiß nicht, wie sich das auf das Zocken an sich auswirkt, aber das könnte ja vielleicht auch so naheliegend gewesen sein, dass du dann sagst, naja, so kommst du vielleicht einfach nicht klar in CSGO, weil es vielleicht irgendwie schnell ist und so weiter. Du hast dir vielleicht deswegen irgendwie eine Hilfe gesucht. Für mich ist es mehr so eine Art Ausgleich, um das Spiel halt überhaupt spielen zu können. Eben wegen dieser Behinderung. Wenn ich cheat, dann habe ich halt so eine gewisse Hemmschwelle und mir ist nicht, also mein Ziel ist es nicht, die Spieler in der Runde abzufangen. Ja, man hat Okay. mich auch schon mal gefragt, ob man das nicht irgendwie trainieren könnte, halt so wie ein normaler Spieler zu spielen. Das wäre theoretisch möglich, aber dafür müsste ich dann, also ich bin Linkshänder und dem linken Arm kann ich ja ganz normal Dinge tun und mit dem rechten Arm halt nicht. Und dann müsste ich halt ja, ganz komisch zocken, wenn halt mit der linken halt die dann die Maus und dann irgendwie ganz komisch dann die Tastatur bedienen. Hast du für mich vielleicht irgendwie einen Tipp oder Hinweis oder irgendwas, was du mir für die Zukunft, vielleicht für meine Videos, also gerade Overwatch, hast du gesagt, guckst du dir sicherlich auch an. Hast du für mich irgendwie einen Hinweis dafür oder was du mir mit auf den Weg geben kannst für die Betrachtung und für die Bewertung dieser Fälle? Ich habe ja, relativ viele Videos schon geschaut. Und da sind mir dann auch schon mal so Szenen aufgefallen, wo ich dann mir dachte, ja, okay, das war jetzt offensichtlich, dass der gecheatet hat, wo du dann gesagt hast, ja, bin ich mir nicht so sicher. Ja, also man hat einfach, wenn man mal mit Cheats oder beziehungsweise Hacks in Berührung gekommen ist, dann hat man da tatsächlich eine ganz andere Sichtweise drauf und sieht tatsächlich viel, viel schneller, wenn einer cheatet. Also ich meine, das soll jetzt für keinen Appell sein, das unbedingt mal auszuprobieren, nur um das mal zu sehen, dass einer cheatet. Gut. Dann würde ich mich gerne auch schon bedanken für deine Zeit und für die ganzen Infos, die du mir hier geliefert hast. Ja, vielen Dank. Kein Thema.